Willkommen, meine lieben Leute, zu Warm in the Chamber Killer 13 und der Warlin haben einen wunderschönen Server gefunden und auf dem werden wir jetzt öfters mal spielen. Bisschen PvP, wie man hier sehen kann. Hier ist die Denise, die gerne mal stirbt, wie die Erfahrung gezeigt hat, die letzten Male. Und ja, also wer den Spielmodus nicht kennt, es geht um Folgendes. Man hat Pfeil und Bogen mit einem Schuss. Und die Leute sterben instant mit einem Bogen, mit dem Schwert dauert es ein bisschen länger. Und pro Kill kriegt man was, Killer? Man bekommt pro Kill einen weiteren Pfeil für den Bogen, damit man halt auch dann in Zukunft schön weiter drauf pimmeln kann. Selbst wenn man einen nur mit dem Schwert killt, bekommt man dennoch den Pfeil. Ich werde gerade nur niedergepimmelt, deswegen muss ich hier etwas stottern, aber ja, es läuft. Fickwurst! Fickwurst, komm her! Warl! Oh, fuck. Warte, da ist die Denise, wir müssen die töten. Oh! Scheiße, oh Mann! Oh Gott! Ja, schöne Kill-Serie gemacht. Alter, nein. Schade! Was ist denn eigentlich, wenn dein Pfeil noch unterwegs ist, du machst den Kill erst... Denise, stirb! komm schon! Das ist gerade ein bisschen laggy, ich weiß nicht, ob es am DX-Story liegt oder am Server. Läuft es bei dir rund gerade? Nee. Nee. Das kann man nicht wirklich behaupten. Von den Kills her geht's. Immer wieder. Oh. Aber von den Kills her geht's. Aber schade. Es geht. Ich laufe hier und dann kann ich durch die Wände. Komm schon, Denise. Oh. Da habe ich dich aber ganz mies unterbrochen, kann das sein. Und wir steigen mal direkt in die nächste Runde hinein. Ihr kennt ja die ganz großen Server wie Gomme HD und so weiter. Und da ist einfach die Problematik, dass man da... Oh, es geht ja schon los. Dass man als nicht... Premium... Alter! Man kann... Lalala, halt nicht Premium-Mitglied kommt man da einfach nicht durch. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und ich muss da kurz hier mich verstecken, damit ich kurz meinen Satz zu entsprechen kann. Willis Marsch spawn ich direkt vor der Nase eines gegnerischen Spielers. Oh, es gibt einfach keine Ecke, merke ich gerade. Lalalala. Und ich habe schon wieder nur ein Schwert. Auf Denise! Zum Glück trifft sie sehr selten. Dam, dam, bam, bada. Oh yeah. Ich sehe Denise da vorne rennen. Und gibt es einen Schuss in den Rücken? Ja, in den Rücken. Ah, das ist natürlich ganz bittere Pille. Er hat einen Kampf mit Killer und schießt den Boden nach mir. Den Hodenboden. Pfeil. Er ist einfach schon in einer Ding verwickelt. In einer Streitigkeit und hebt seine Pfeile lieber auf. Nein, es war gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, auf jeden Fall waren wir in der Top 3 dabei. So, das ist übrigens der Server. Hier sieht man ganz schön Diacraft hier um die Uhrzeit. Sehr originell. Das sind alles Spielautomaten, wo die Games auch schön angezeigt werden. Alles PvP. Und man hat darüber hinaus, das finde ich auch ziemlich cool, vielleicht machen wir das sogar irgendwann mal. Hier oben seht ihr Skyblock. Hier wird die Welt auch wirklich gespeichert von jedem Spieler. Also in Verknüpfung mit seinen Login-Daten hat halt jeder quasi da eine freie Welt. Und man kann halt Leute inviten, die drauf können. Ansonsten können da keine Public-Leute drauf gehen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Welt starte und invite Killer 13 oder sowas, dann kann Killerly mitmachen. So, da sind wir wieder hier schön auf Italy. Also man muss wirklich sagen, sehr schön nachgebaut, diese ganzen Maps hier schon wieder. Die Denise schon wieder. Deswegen ist die vorhin weggegangen. Die hat hier Bock auf eine Runde Italy gehabt. Und natürlich werden wir sie hier dennoch zerfisten. Süde Huhn ist auch hier, also die... Verfisst du mich gesorgt? Oh, zu dritt, zu viert schlagen die Leute da gerade aufeinander. Alter, wie viel Schuss hat denn der? Der hat zwei versemmelt und hat mich mit dem dritten getötet. Dieser Tomba X hat es gerade auf mich abgesehen. Mal gucken, wer jetzt zuerst ums Eck kommt. Komm. Die Maps sind echt schön nachgebaut, wirklich. Gefällt mir. Ich krieg richtig Bock jetzt auf Counter-Strike, Alter. Komm schon. Yes. We can. Oh, scheiße. Was los? Ah, ich habe hier gerade eben, ich wollte hier einen pimmeln und dann rennt er weg und deswegen auch scheiße. Hat sich so schlimm angehört gerade eben, mein Ausspruch oder wie? Dachtest du, mein PC brennt? Ja, also, keine Ahnung, sowas ähnliches habe ich vermutet. Oh scheiße, Jimmy. Zum Glück füge ich mir Musik künstlich hinzu mit meinem Schuh. Das gibt ein ID. So, am Zaun bleibt der Pfeil hängen, bin der Fickpfeil. Tumblerar. Hallo, mein Name ist Barbara. Mein Name ist Barbara Salisch. Was kann ich für Sie tun? Barbara Bams Bums. Die Denise. Ach ja, typisch. Hm?
gefickt. Und Killer muss leider sterben. No, please, down. You can't kill me. You can't hit me, bruh. Please hit the motherfuckers. Wie er sich schon dagegen mich entschieden hat. Hinter dir ist einer gerannt. Sag mal, die Spawnpunkte sind echt lustig. Also das war jetzt mal wirklich ein bisschen krass. Ich wach auf und vor mir steht einer mit gespannten Bogen. Also das ist ja... Überraschend. Ich, das kotzt mich an, wenn ich da mit Killer mit seinem scheiß Pfeil... Er sieht ganz genau, dass ich mit dem Schwert komme, ja? Neben Actionfilm, jeder, der eine Waffe hat, schmeißt er auf den Boden und dann... Erst Mann gegen Mann und Killer packt gleich seinen Raketenwerfer aus. Du schießt deinen Pfeil aus dem Hinterhalt auf mich und triffst dich und dann fängt er an zu meckern. Ja. Ich hab von Anfang an keinen Pfeil. Was so? Boah. Ach komm schon! Das ist einfach hier der scheiß Internet aus Grünstadt. Bambus. Wir haben ein Rauchzeichen wahrscheinlich übertragen. Weißt du, wir hocken am gleichen. Bin ich einfach nicht gewohnt, aber Killer ist ja die. Ich bin es gewohnt, ne? Diese extrem schnelle Leitung, ja? Schneller als wie wo man denkt. Tschüss, Ficker! Ich hab doch gerade auf einer gezielt, du Drecksack! Hat dich das Huhn gefickt? Gerade eben hast du doch da gestanden. Oha. Keine Ahnung. Wovon du redest? Huhn! Ich glaube, du bist gerade verwirrt allgemein. Lorenzermine, deine Mutter kackt Schnee. Deine Mutter aus dem Kalkutta riecht nach Butter und arbeitet im Kutter. Wo kauft man am besten Fischfutter? Ganz genau bei deiner Mutter. Oh Mann, ey. So, mein Camcorder geht gleich leer. Das heißt, die Facecam ist gleich gebumst. Ich glaube, soeben habe ich das Intro gefunden. Die Intro-Stelle. Scheiße, zwei Stück, komm schon. Muss es sein? Nee, ich will nicht. Ich kenne nur noch drei Herzen, yo. Nein, lass mich Doga noch schnell killen. Okay, jetzt kannst du mich töten. Ossotto mio, glitzi butzi bahati. Oh fuck! Grüezi Butzi, grüß dich Butzilein. Grüß dich Butzi. Hey Butzi, grüß dich. Darf ich vorstellen? Tante Butzi. Das ist böse. Tante Schnutzi, hey, Butzi. Baske. Ich lass Doga in Ruhe, ich sehe, dass er noch einen Pfeil hat, sonst wird er nicht wie so ein Affe dastehen. Deswegen lassen wir ihn mal in Ruhe Doga gehen. Und kaufen uns Schnee. Naja, ich bin hier schon im Kampf verwickelt. Ich konnte dich leider nicht weiterverfolgen. So, wir spielen jetzt die letzte Runde. Wilder Huhn ist ja, wie man gerade im Chat sehen kann, Gott sei Dank auf dem Klo. Und das heißt, wir könnten sogar gewinnen, einer von uns. Eher Killer. Aber vielleicht auch nicht. Aber es geht keiner rein. Jetzt wartet ihr da auf. Oh Gott, nein. Das wäre jetzt richtig behindert. Die warten auf ihren Tod quasi. Komm, ich geh vor. Ja, komm, ich komm einfach nach. Mach den ersten Schritt. Oh, du hättest die Nizza, die vorgehen können. Dann hättest, naja, okay. Fühl mir Durst. Lust. Let's go. Wallin vs. Killer. Oh yeah. Ich glaube, Killer möchte sterben. Ach, da ist noch einer, Braunbär. Geht es etwa schon los? La 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 la. Oh, Braunfickbär. Ich spiele, lädt euch alle zu einem Hide and Seek ein. Sicherlich nicht. Alter, komm, wilder Huhn, komm, wilder Huhn. Scheiße, Mann, 1-1. Was war denn das? Ich spawn in deinem Pfeil drin, kurz bevor du abdrückst. Das ist ja wohl der Scherz. Das ist Jahrhundert, ich bin auch gerade, ich spawn da mit dem Bogen da. Nee, du schießt den Bogen schon ab und ich spawn dann genau im Flug schon. Also, das ist behindert. Das war alles geplant, ich. Das war eine wunderschöne Runde One in the Chamber. Und ja, wir werden in Zukunft verschiedenste Spielmodis testen. Und ja, es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Abonniert uns und. Genau. Filtriert uns. Und ja, assimiliert uns aus. Und
onaniert, auf uns und so weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow. Ciao.